Meine Damen und Herren, guten Morgen. Vielen Dank für die Grußworte. Ich glaube, Sie haben eine richtige Wahl getroffen, heute hier zu sein. Das ist nicht zu viel versprochen. Sie werden am Abend, wenn Sie nach Hause gehen, mit mehr Fragen rausgehen als Antworten, die Sie jetzt schon zu glauben haben. Warum ist das so? Wir haben einen Kongress, eine Konferenz, die alle Zutaten hat, die normalerweise nötig sind, um ein super Gedankenmenü zu fabrizieren, nämlich super Referenten und vor allem nicht Leute, die Ihnen die Antworten geben, die Sie eh schon erwarten, sondern Kontroversen. Also das, was immer gefordert wird in den Feuilletons, den ehrlichen Diskurs zu pflegen, ich glaube, die Chance besteht heute. Mit Leuten, die echt was drauf haben, mit dem Fachpublikum, mit der Möglichkeit zu fragen, also gute Wahl. Wenn Sie sehen, was heute so über Rente geschrieben wird, ist ja vorne auch ausgelegt, hier das Parlament. Ne? In einfacher Sprache, auf 4 Seiten werden alle Fragen zur Rente geklärt. Und ich zitiere Ihnen mal, damit Sie so den Bogen für den Tag haben. Wie funktioniert die Staatsrente? Staatsrente. Der Staat sammelt Geld ein. Und zwar von den meisten Menschen, die arbeiten, also von Arbeitnehmern. Von den Betrieben, für die die Menschen arbeiten. Das Geld gibt der Staat dann an die Rentner weiter. Sie bekommen vom Staat eine Rente. So einfach ist die Welt. Wunderbar. Also manchmal kann man auch leicht erklärt, einfache Sprache so einfach machen, dass sie etwas vergröbert. Sie sehen im Programm heute, wir haben für den Aufschlag, für das Fundament etwas mehr Luft geschaffen, auch nachher mit zur Diskussion und auch einige Veränderungen, warum, Krankheit etc., muss ich nicht im Einzelnen erklären. Wir starten schon gleich. Ich muss heute, mein Job ist hier, die Zeiten einzuhalten. Das ist durchaus ein robustes Programm. Am Anfang 4 Top-Leute, die alle eine Farbe bedienen und sehr viel Ahnung haben. Wir starten mit Professor Rürup. Sie kennen ihn, sehr einflussreicher Politikberater. Ich glaube, er kann wirklich sagen, dass er Einfluss hat über Jahrzehnte. The man for all seasons, sagen die Insider. Und vor allen Dingen auch nicht nur, auch der Name Rürup-Rente gibt es. Der kann fast froh sein, dass sie nicht oft zitiert wird, wie Riester-Rente. Vielleicht sagt er dazu noch was. Frau Professor Engelen-Käfer, auch eine in Anführung Veteranin, die alle politischen Gremien in Deutschland in der Sozialversicherung schon durchgemacht hat und ich glaube, im Alter noch kritischer, als sie früher war in ihrem Job. Davon wollen wir alle profitieren. Professor Butterwege, ein Halbpräsident, fast Präsident, der das auf sich nimmt, auch heute dabei, der aber im Thema auch drin ist. Und über Jahrzehnte schon eine Armutsfrage arbeitet. Ich kenne ihn noch, da hat er Flugblätter vor 30 Jahren verteilt, war ganz brav und bescheiden. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht mit der Kandidatur zum Bundespräsidenten. Zum Schluss, Herr Professor Zimmer, auch sehr gut, stellvertretender Chef der CDA, kennt sich aus und hat vor allen Dingen großen Reiz, dass er uns endlich erzählen kann, was die CDU in der Rente will. Keiner weiß das so richtig, das sind verschiedene Flügel, aber Sie haben hier Primärinformationen. Wir starten, jeder hat 5 Minuten und am Auftakt pointiert zu sagen, ich weiß, die 5 Minuten werden ganz sicher eingehalten und jeder soll erstmal aus seiner Sicht pointiert sagen, wie der aktuelle Stand ist. Also kein Rückblick, wie man die Beschlüsse bewertet und wo die größten Herausforderungen sind. Professor Rürup, Sie haben einen Auftakt, Sie sagen ja immer, es muss am Anfang Bums machen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Reif. Frau Engelen-Käfer und ich haben uns vereinbart, dass 5 Minuten 7 sind. Zur Rürup-Rente rede ich nicht. Das hat nämlich gar nichts mit der Riester-Rente zu tun. Das ist aber völlig was anderes. So, ich habe 3 Thesen. Wo stehen wir heute? Ja, vor einer Rentenreform. Nämlich, wenn wir uns mal die letzten 70 Jahre zurückblicken, so war die Halbwertszeit jeder Rentenreform 7 bis 8 Jahre. Ist eigentlich überfällig. Jede große Rentenreform in Deutschland hat 7 bis 8 Jahre gehalten. Und wir haben den Bedarf einer neuen Rentenreform, weil sich sozioökonomische Veränderungen eingetreten haben. Da werde ich gleich drauf zu rechnen. Ich möchte 3 Thesen Ihnen vorstellen. Ich fange mit der unbeliebtesten an. Die erste These ist ein Alterssicherungssystem, das aus einer Kombination einer umlagefinanzierten Rente und einer kapitalgedeckten Ergänzung ist, ist jedem monistisch finanzierten System, also entweder nur kapitalgedeckt oder nur Umlage, überlegen. Dieser Beleg wurde im Jahre 2000 von 3 britischen Ökonomen gebracht. Ich nenne Ihnen die Quelle. Und jede Zeitschrift wird das gerne annehmen, wenn Sie diesen Beleg widerlegen würden. Also das ist eigentlich unstrittig. Aus risikodiversifizierenden Gründen ist ein Alterssicherungssystem, was auf alle Quellen des Volkseinkommens zugreift, überlegen, welches nur auf eine Art der Einkommen eingreift.
Das heißt allerdings nicht, dass die Riester-Rente vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht ist. Und sie kam vielleicht möglicherweise etwas zu spät. Man hätte sich an die Blaupause halten sollen, nämlich die Blaupause der Riester-Rente stammt aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMW vom September 1989, also deutlich vor dem Sieg von Rot-Grün. Und dort ist auch ausgeführt worden, dass wenn durch kapitalgedeckte Systeme etwas ergänzt werden muss, müssen die obligatorisch sein, damit die gleichen Versicherungskollektive sind und damit diese kapitalgedeckte Ergänzung kein Push-Produkt ist, was teuer verkauft werden muss und zu Intransparenz führenden Risikoprodukten führt. Jetzt wollte ich eigentlich ein Bildchen zeigen. Ja, er unterstützt und die gegenwärtig Niedrigzinsphase ist kein Argument gegen dieses Argument, genau wie eine Massenarbeitslosigkeit als Folge einer Rezession auch nicht dagegen wäre. Also wie gesagt, jeder ist eingeladen, diesen Beleg zu führen. Wir können hier feststellen, in fast allen entwickelten Ländern geht der Anteil der Löhne am Volkseinkommen zurück. Gibt es viele Gründe für, könnte ich auch darüber reden, dauert länger. Und ich wage die Prognose, durch die anstehende Digitalisierung wird dieser Trend nicht gebrochen. Und wenn wir als dritte empirischen Befund nehmen, wenn wir uns mal anschauen, wo beziehen denn die Arbeitnehmer in den entwickelten Industrieländern der OECD die höchsten Renten, so ist das nie in Ländern, die ausschließlich umlagefinanzierte Systeme haben, sondern stets in Ländern, wo wir mischfinanzierte Systeme haben. Norwegen können wir alle durchdeklinieren. Ja? Deswegen das nur zur Kenntnisnahme. Zweiter Punkt, unsere gesetzliche Rente gibt es seit 1957, ist jetzt 60 Jahre alt. Sie sollte der Spiegel der Lebensleistung sein. Sie ist durch zwei Prinzipien gekennzeichnet. Einmal Orientierung der Anpassung an den Löhnen und zweitens der Festsetzung nach dem Prinzip der Teilhabeäquivalenz. Das heißt, die Rente sollte sich genau orientieren an der relativen Einkommensposition, die ein Arbeitnehmer während seines gesamten Erwerbslebens hat. Das heißt, das erste Arbeitsjahr hat das gleiche Gewicht für die Rente wie das letzte Arbeitsjahr. Und da glücklicherweise in unserem Land wir das Solidaritätsprinzip der Entlohnung haben, dass mit dem Alter auch die Löhne steigen, kann die gesetzliche Rente eigentlich nie lebensstandardsichernd sein. Nämlich lebensstandardsichernd ist eine Altersvorsorge, kann man, herrscht auch Verständnis darüber, dass man im Alter in etwa den am Ende seines Erwerbslebens gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten kann. Und je, sagen wir mal, je dynamischer die Karrieren sind, desto weniger ist es möglich. Deswegen kann man natürlich fordern, das Rentenniveau auf 53% anzuheben. Aber lebensstandardsicher ist das noch nicht. Das hat eine andere Funktion. Das heißt also, man muss dann in der Tat den Mut haben, müsste den Mut haben, das Äquivalenzprinzip in Frage zu stellen. Was im Übrigen auch in 28 von 34 OECD-Staaten der Fall ist. Aber das ist dann ein anderes Rentensystem. Das müssen wir klipp und klar sagen. So. Und jetzt zu der Frage, wir stehen eben vor der Rentenreform. Und hier ist meine dritte These. Jede Rentenreform ist immer ein Spiegel, einmal der sich stellenden Versorgungsprobleme und zum Zweiten der jeweiligen ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Reform vor 60 Jahren hätte es nie gegeben, ohne das Aufkommen der Mackenroth-These, ohne an den Glauben, dass die Geburtenziffer immer über zwei liegt und ohne die gigantischen thesaurierten Haushaltsausschüsse im Bundeshaushalt aufgrund des verzögerten Aufbaus der Bundeswehr, hätte die gar nicht einführen können. Das heißt, sie ist eingeführt worden. Und dann wurde sie permanent reformiert. Unter Willy Brandt wurde sie deutlich ausgeweitet, Sozialminister Arendt, und das hat alles dann Helmut Schmidt in der Ölkrise wieder zurückgenommen. Und dann hatten wir einen Zyklus von Reformen von 1989 bis 2005. Und diese Reformen waren alle geprägt einmal von der Bevölkerungsalterung, die eine Zeit lang von Vorausberechnung zu Vorausberechnung schärfer wurden, und
so seit auch Mitte der 90er-Weise einem schubweisen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das waren die prägenden Elemente, die diese Reformen also geprägt haben. Und die wichtigste Reform davon, das wird oft unterschätzt, war die Blüm-Reform, die am 7.11.1989 in einer informellen großen Koalition verabschiedet worden ist und zum 1.1.1992 in Kraft getreten ist. Damals hatte man für das Jahr 2030 einen Beitragssatz bis 2030 für 40% vorausberechnet. Durch diese Reform, die dann, also wie gesagt, Abschläge, kann ich alle Übergang von der Brutto- zur Nettolohnanpassung stufenweise heraufsetzen und das Renteneintrittsalter für Frauen und, ist es gelungen, den Beitragssatz unter 28% runter zu stabilisieren. Was nicht gerne gesagt würde, im Vorfeld dieser Reform wurde die Standardbiografie des Rentners von 40 auf 45 Jahre verlängert. So, und das hat dazu geführt, dass man die 7%ige Absenkung des Rentenniveaus durch diese Reform gar nicht gemerkt hat. Sehr geschickt, aber das ist nun mal der Hintergrund. Die 7 Minuten sind vorbei, gut. Kommen Sie zum Ende. Ja. Ich muss das machen, Peter Rahne killt mich sonst später, ich sage Ihnen das. Ja, mit dem will ich mich nicht anlegen. Darf ich noch 2 Worte oder nicht? 3 Worte, so. Gut, und dann das geht immer weiter, das heißt, immer weiter wurde der maximale Beitragssatz runtergesenkt, die Konsequenzen haben wir. Jetzt stehen wir allerdings vor einer Situation, wir haben seit 10 Jahren eine bombige Beschäftigung, wir haben Lohnsteigerung und die demografische Alterung hat sich aus verschiedenen Gründen etwas verlangsamt und jetzt ist es natürlich an der Zeit, mal nachzurechnen, können wir das noch so aufrechterhalten? Und ich denke, nein. Nur muss man sich klar sein, in einer Industriegesellschaft, wo die Arbeit massenhaft standardisiert und in Kolonnen organisiert war, konnte das Äquivalenzprinzip, konnte das Rentenniveau, war das ein leistungsfähiger Prädiktor. Aber unsere Welt wird, würden Sie sagen, leider immer postindustrieller. Wir haben eine zunehmende Destandardisierung der Arbeit, wir haben einen großen Niedriglohnsektor, wir haben unterbrochene Erwerbsbiografien. Und in einer solchen Welt, sagen jedenfalls OECD und IWF, sollte die Armutsvermeidung viel stärker in den Mittelpunkt einer Rentenreform gestellt werden als diese ominöse Lebensstandardsicherung. Und das ist eben auch meine Position. Deswegen für eine Rentenreform 4 Punkte. Eine obligatorische Einbeziehung aller derjenigen Erwerbstätigen, die noch nicht in einem etablierten System versichert sind, Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, man muss, wenn man Armutsvermeidung machen will, den Mut haben, das Äquivalenzprinzip in Frage zu stellen. Ja? Wie es eben in vielen Ländern der Fall ist. Drittens, man muss sich von den versicherungsfremden Leistungen, für die es nie eine Legaldefinition gab, als zentrale Begründung für die Steuerzuschüsse verabschieden. Man sollte an die alte Idee von Bismarck sich zurückerinnern, einen Bundesbeitrag, der immer einen festen Prozentsatz der Renteneinnahmen finanziert. Und dann muss man sich auch, dann hätte man die Möglichkeit, die Renten niedriger Einkommen höher festzusetzen. Damit hätte man sicher das Altersarmutsproblem gelöst. Und das ist eigentlich das Standardmodell in allen entwickelten Gesellschaften. Allerdings bedeutet das implizit, dass dann eine wahre Gewährleistung des Lebensstandards in etwa am Konsumniveau der letzten Jahre vor dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben mit diesem Rentensystem dann nicht mehr zu gewährleisten wäre. Und dann müsste man sich etwas Zusätzliches überlegen, wie man dann zur Lebensstandardsicherung kommt. Vielen herzlichen Dank für Ihre geduldige Aufmerksamkeit. Danke, Frau Engel Käfer. Wir müssen vorher einen Vertrag machen. Wie lange werden Sie reden? 5 Minuten, würde ich sagen. Also, nee, wissen Sie. 5 Minuten und 3 Sätze. Okay. Das Ganze, wir wollen Sie nicht beschneiden, aber es sollte danach eine Diskussion geben. Und denken Sie dran: Bewertung des jetzigen Status der Rentenpolitik. Pointiert wie früher beim Interview im Deutschlandfunk. Ich werde es versuchen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Zunächst einmal, ich stimme Bert Rürup zu. Die Reform von 1989, die 92 in Kraft getreten ist, war die letzte wirklich große Reform, die auch von allen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen wurde. Und seither, das ist eben meine These, hat es leider jahrelangen Abbau gegeben, ständigen Abbau der rentenpolitischen Leistungen, Verschlechterungen. Und in den letzten Jahren der Großen Koalition hat es dann wieder einige Verbesserungen gegeben, Mütterrente, 63er-Regelung, aber leider waren das mehr oder weniger aktionistische Maßnahmen, die eher in die Tendenz der Klientelpolitik, und zwar wahlpolitisch motivierten Klientelpolitik, zurücken ist, aber nicht das wirkliche Problem angepackt ist. Ich stimme also zu, wir stehen vor einer weiteren Rentenreform, die ist dringend erforderlich. Und meine zweite These ist, 8 Monate vor den nächsten Bundestagswahlen hat leider diese große Koalition mit ja riesigen Mehrheiten von 80% im Deutschen Bundestag ihre Chance oder unsere Chance verspielt, eine wirkliche Rentenreform auf den Weg zu bringen. Und hier stehen wir im Grunde genommen vor sehr schwierigen Situationen, um nicht zu sagen, ich befürchte sogar teilweise vor einem Scherbenhaufen, und zwar für die Masse der Menschen in diesem Lande. Und ich sehe auf der einen Seite natürlich die gute wirtschaftliche Entwicklung. Ich sehe auch die Riesenüberschüsse bei der Rentenversicherung von über 30 Milliarden Euro. Ich sehe auch, dass wir Beiträge haben, die niedriger sind, Bert Rürup, als sie damals in der Rürup-Kommission vorgesehen wurden. Nämlich damals waren 19,7% vorgesehen. Wir haben jetzt 0,9% weniger. Also von daher gesehen eine komfortable Situation der Rahmenbedingungen. Man hätte was draus machen können, aber leider ist das unterblieben. Und ich stimme auch überein, das Problem ist die Bekämpfung der Altersarmut. Aber für mich ist die Bekämpfung der Altersarmut ganz klar verbunden mit einer lebensstandardsichernden Rente. Und zwar... Das würde ich in keinem Fall aufgeben, und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin der Auffassung, wir brauchen wieder die Wiederherstellung der solidarischen, paritätisch finanzierten gesetzlichen Altersversicherung, die den Lebensstandard absichert. Und ich wäre schon froh, wenn wir zumindest auf das Niveau von 2000 zurückkommen würden, nämlich vor der Riester-Reform. Das sind die 70% früher vom Netto oder jetzt 53% vom Netto vor Steuern. Dann hätten wir schon was. Wir sind derzeit bei unter 48%. Wir werden zurückgehen auf etwa 44% 2030 und 2045 41%. Und das ist ein Armutsprogramm. Und mich riecht das immer wieder auf, wenn wir alle die tollen Berichte haben, offizielle Rentenberichte, die darauf hinweisen. Aber dann kommt immer das Mantra. Aber es sind doch nur so wenige Prozente der Rentner und Rentnerinnen in der Grundsicherung. Und das Armutsproblem ist doch viel größer für Familien mit Kindern. Wir sollten uns schämen in der Bundesrepublik, dass wir überhaupt solche Armutsprobleme haben. Und zwar sowohl für die Familien mit Kindern, wie auch für die älteren Menschen in diesem Lande. Und auch die Älteren haben das nicht verdient, denn sie haben ja ihre Beiträge gezahlt. Und ich bin auch nicht der Meinung, wir müssen das Äquivalenzprinzip aufgeben. Wir können das Äquivalenzprinzip durchhalten. Ich kann es auch nicht mehr ertragen. Über Jahrzehnte, jede Politikergeneration erfindet die Demografie neu. Wir wissen doch längst, wie die Demografie verläuft. Und eigentlich müsste es ja dann so sein, dass die Länder in Afrika mit vielen Kindern die beste Rentenversicherung hätten. Das ist doch alles Unsinn, alles Quatsch, alles politisch motiviert, und es kommt drauf an, auf die Produktivität, auf die Bildung, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Qualität, auf die Arbeit und auf die Beiträge, die dann damit erwirtschaftet werden, und die Steuern. Und das ist gestaltbar und wird aber nicht richtig gestaltet, sondern wir gehen immer mehr in Richtung einer Zweiteilung der Gesellschaft. Und auch das habe ich in den Jahrzehnten erfahren. Wir haben einen unglaublichen Lobbyismus der privaten Finanzbranche, und die sitzen allen
die Parteien auf dem Schoß, die sitzen den gesellschaftlichen Gruppen auf dem Schoß und es wird immer mehr eine Interessenpolitik betrieben. Und da beziehe ich alle mit ein, auch diejenigen, von denen ich selber herkomme, und nämlich die große Gruppe der Arbeitnehmervertretungen. Auch da gibt es unterschiedliche Interessen und auch da gibt es die Spaltungsproblematik. Und auch das ist immer mit ein Grund, weshalb Kampagnen, ich kann es auch langsam nicht mehr hören, 4, 5, 6 Kampagnen immer irgendwo scheitern, weil die Konsequenz nicht dahinter steht und weil häufiger etwas nach außen geäußert wird, was im Endeffekt gar nicht dann wirklich so durchgehalten wird, wenn es hart auf hart kommt und die Konflikte geklärt werden müssen. Und ich befürchte, wir stehen wieder davor. Deshalb meine These oder meine dritte oder vierte These, was gemacht werden muss, wir müssen zuallererst wieder lebensstandardsichernde gesetzliche solidarische Altersrente herstellen, paritätisch finanziert, zurückfahren der Kürzungsfaktoren, Riester-Faktor, Nachhaltigkeitsfaktor, Rürup-Faktor gut, aber den Nachhaltigkeitsfaktor gibt es. Ich würde alle Kürzungsfaktoren wieder zurückfahren und das Entscheidendste ist, die Riester-Treppe wieder nach oben gehen. Und dann habe ich zumindest erstmal wieder eine Grundlage. Das Nächste ist, da stimmen wir überein, Bert Rürup, wir brauchen eine Erwerbstätigenversicherung. Das kann nicht so sein, dass nur Arbeiter und Angestellte und ihre Arbeitgeber die Solidarität in der Rentenversicherung tragen. Wir haben auch Politiker, wir haben Selbstständige und wir haben auch Beamte. Und da würde ich keinen aussparen, sondern die würde ich alle mit einbeziehen, wie das auch in den meisten anderen Ländern der Fall ist. Über Beamte wird ja verschämt, ganz selten geredet. Man sollte sich das schon etwas genauer angucken. Und dann, denke ich, wäre es entscheidend und wäre ich anderer Auffassung als Bert Rürup. Ich bin nicht der Meinung, dass wir weiterhin ein Zwei- oder Drei-Säulen-Modell brauchen, sondern wir brauchen eine solidarische gesetzliche Altersversicherung als Pflichtversicherung für alle, wenn dann der eine oder andere darüber hinaus eine private Versicherung abschließen will, ist das seine Sache. Da ist keiner daran zu hindern. Aber das darf nicht aufgerechnet werden gegen die solidarische gesetzliche Altersversicherung, wie das ja jetzt der Fall ist. Das war der große Sündenfall von Riester, Schröder, Maschmeyer und meines Erachtens auch ein klein wenig von Bert Rürup, der das nämlich alles mit ökonomisch abgesichert und auch entsprechend verteidigt hat, und zwar bei wechselnden Bundesregierungen. Sehr geschickt, gar keine Frage, okay. Aber meiner Meinung nach nicht richtig, sondern wir brauchen wieder eine Rückführung. Und ich finde auch die Idee nicht uninteressant, dass denjenigen, die eine Riester-Rente haben, etwa die Hälfte der Berechtigten, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, diese Mittel einzuzahlen in die gesetzliche Altersversicherung und somit eine Zukunft aufzubauen. Das muss freiwillig passieren, aber ich bin der Meinung, dass das richtig und wichtig wäre, eine große Hilfestellung wäre. Ich war immer schon dafür, schon zu Anfang der Einführung der Riester-Rente, habe mich leider nur nicht durchsetzen können. Auch nicht in den eigenen Reihen, weil eben der Lobbyismus, der in vielen Gruppen ist, gar keine Frage, aber gerade in der privaten Finanzbranche unglaublich stark ist und viel stärker als in Erscheinung tritt und meistens unterschätzt wird. Und deshalb bin ich der Meinung, wir brauchen einen grundsätzlichen Paradigmen- und Kurswechsel. Dankeschön. Wunderbar. Man hat ja fast den Eindruck, die offiziellen Gewerkschaftsfunktionäre müssen erstmal in Rente gehen, um richtig freien Lauf zu haben. Das ist erfreulich. Ich hoffe, dass einige der hauptamtlichen Gewerkschafter gehört haben, was sie gesagt haben. Und Kritik mit so viel Charme zu verkaufen, das müsste selbst Ihnen gut gefallen, Herr Rürup, oder? So, das ist aber jetzt die Startrampe, die Sie schon gebracht haben. Schwierig für Christoph Butterweger, das zu toppen, aber er wird es machen. Und bei ihm bin ich ganz sicher, er hält die 5 Minuten ein. Ja, ich will mich bemühen darum, vor allen Dingen deshalb bin ich auch nach vorne gezogen worden, ich gleich zur Beerdigung meines Schwiegervaters muss und unter großem Zeitdruck stehe. Die Problematik, die wir gegenwärtig erleben, ist besonders gekennzeichnet durch die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich
Und das Ganze, denke ich, diese soziale Zerreißprobe, vor der unsere Gesellschaft steht, lässt sich eben auch festmachen an der zunehmenden Altersarmut. Die 536.000 Menschen in Grundsicherung sind ja nicht alle diejenigen über 64, die arm sind, sondern wir wissen alle, und ich wundere mich jedes Mal, wenn die Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung gemacht werden, gegenwärtig ist ja der fünfte im Entwurf vorliegend, dass diese, also ich möchte sagen Binsenweisheit, dass gerade ältere Menschen weder über viele Informationen verfügen häufig, dass es überhaupt diese Grundsicherung im Alter gibt, noch dass sie ihnen zustünde, dass sie sich schämen, dass sie zu stolz sind, dass sie den Unterhaltsrückgriff fürchten, also Angst haben, dass ihre Kinder oder Enkel herangezogen werden, wenn sie selber Grundsicherung beantragen. Aus diesen oder auch noch anderen Gründen stellen sie eben keinen Antrag. Und deshalb ist diese Aussage, die man in allen Armuts- und Reichtumsberichten findet, auch im neuen, dass doch relativ wenige alte Menschen die Grundsicherung in Anspruch nehmen, überhaupt kein Beweis dafür, dass die Altersarmut noch nicht existiert. Es wird aber so getan, als sei das ein reines Zukunftsproblem. Nein, ich denke, es ist eine erschreckende Zeiterscheinung, dass immer mehr Menschen im Alter ihren Lohn für Lebensleistung nicht erhalten. Und wenn ich sehe, wie wenig sensibel man ganz besonders bei den politischen Verantwortlichen in Bezug auf dieses Problem ist, dann erschreckt mich das. Da wird dann zum Beispiel im letzten, im vierten noch gültigen Armuts- und Reichtumsbericht gesagt, die Einkommens- und Vermögenssituation der älteren Menschen in Deutschland ist überdurchschnittlich gut. Das ist so ähnlich, als wenn die Kanzlerin sagt, Deutschland geht es gut. Oberflächlicher und undifferenzierter kann man es nicht sagen, weil es natürlich stimmt, dass es vielen gut geht. Man muss nur, und darunter sind ja auch ältere Menschen, über unsere Autobahnen fahren, dann sieht man, wie viele Limousinen unterwegs sind. Und da sieht man, da ist natürlich im Land ein großer Wohlstand, ja auch ein Reichtum. Aber umso skandalöser ist es natürlich, dass immer mehr Menschen auch und gerade im Alter abgehängt werden. Die älteren Menschen sind diejenige Gruppe, unter denen die Armut am stärksten zunimmt seit mehreren Jahren. Und für mich ist das unter anderem das Resultat von Rentenreform, die eigentlich diesen Namen überhaupt nicht verdienen, weil sie nämlich nicht darauf gerichtet sind, Altersarmut zu verhindern, übrigens auch nicht darauf, den Lebensstandard der älteren Menschen zu erreichen und zu erhalten. Ich will an dieser Stelle auch deutlich sagen, obwohl ich ja immer als Armutsforscher tituliert werde, auch ich bin der Auffassung, es ist nicht alleine die Aufgabe der Rentenpolitik, Altersarmut zu verhindern, sondern natürlich ist es auch die Aufgabe der Rentenpolitik, dafür zu sorgen, dass der Lebensstandard der Menschen im Alter erhalten bleibt. Aber für mich sind diese beiden Ziele, auf der einen Seite Armutsbekämpfung, auf der anderen Seite Lebensstandardsicherung, auch keine Gegensätze, wie das dann manchmal in Stellungnahmen erscheint. Ich denke, gerade weil diese Gesellschaft so reich ist, kann sie eben beides bewerkstelligen, vorausgesetzt, dass der politische Wille dazu vorhanden ist. Und genau daran zweifle ich. Und ich will vielleicht, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, woraus hervorgeht, dass die etablierten Parteien dieses Problem eigentlich gar nicht ernst nehmen, das Problem der Altersarmut und auch das Problem, dass im Grunde der Lebensstandard schon lange nicht mehr, und ich würde da auch Bert Rürup widersprechen, natürlich sind die 53% vor Steuern zur Jahrtausendwende in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht die Erhaltung des Lebensstandards gewesen, aber es ist noch halbwegs der Lebensstandard gehalten worden und das war ein wesentliches Ziel, an dem wir auch festhalten sollten. Aber wenn ich zum Beispiel in den Koalitionsvertrag hineingucke und jetzt nur die Altersarmut thematisiere, obwohl es mir gut die 5 oder 7 Minuten hindern mich daran, es mir irgendwie auf der Zunge brennt zu sagen, der Reichtum kommt da zweimal vor in diesen 185 Seiten. Einmal als Gedankenreichtum und einmal als Naturreichtum. Das Vermögen kommt zweimal vor, einmal als Durchsetzungsvermögen und einmal als Vermögensabschöpfung bei Kriminellen. Aber ansonsten ist dieser enorme Reichtum kein Thema.
Und ich will, weil das sonst mit den Zahlen hier immer vielleicht auch heute auf der Tagung zu kurz kommt, mal schildern, wie eine alte Frau aus München mir geschildert hat, wie ihr Alltag, ihr Leben aussieht in einer Live-Sendung des Deutschlandfunks. Sie hat gesagt, sie sitzt abends im Dunkeln, um Strom zu sparen, vor einem Glas warmer Milch, weil ihre Oma ihr in der Kindheit erzählt hat, man spürt den Hunger nicht, wenn man warme Milch trinkt. München, in der Stadt, sie war früher mal Druckereibesitzersgattin, aber die Gründe, warum sie dann unverschuldet zu dieser kleinen Rente kam, spielen hier keine Rolle. Aber München ist die Stadt, in der das reichste Geschwisterpaar unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan Quandt, im Mai des letzten Jahres für das Vorjahr 994,7 Millionen Euro nur an Dividende aus BMW-Aktien bezogen haben. Und das zeigt, und deswegen sage ich das, wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen. Die Altersarmut ist nicht alleine das Problem, sondern das Problem ist, dass in jeder Generation, und insofern ist dieser politische Kampfbegriff der Generationengerechtigkeit und die Anführung des demografischen Wandels, so als sei es ein Naturgesetz, dass die Rente sinken muss, natürlich ist das nur eine große Erzählung des Neoliberalismus, genauso der demografische Wandel wie die Globalisierung und die Digitalisierung. Damit soll im Grunde den Menschen eingeredet werden, es sei naturwüchsig und notwendig, dass die Renten sinken oder dass die Beiträge steigen, was man nicht will, um die Lohnnebenkosten der Unternehmen nicht anzuheben. Und das heißt, diese Reformen, die da unternommen worden sind, haben eigentlich nur den Sinn gehabt, den Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten zu machen und natürlich außerdem bestärkt durch die Lobbyisten den Sinn und Zweck gehabt, Profite und Provisionen der Versicherungswirtschaft, der Konzerne, der Banken und der Finanzdienstleister zu erhöhen. Und genau das ist die Funktion, über die zum Beispiel Bert Rürup nicht redet. Da sind nicht nur ökonomische Rahmenbedingungen wichtig, sondern natürlich auch politische Machtverhältnisse und gesellschaftliche Machtverhältnisse. Die Frage der Renten ist eine Frage des Verteilungskampfes in der Gesellschaft. Und ich bin im Übrigen sehr sonst für das Prinzip der Diversität, aber nicht in der Rente. Da bin ich der Meinung, ein Mischsystem bringt uns nicht weiter, sondern die gesetzliche Rente muss gestärkt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Statt auf der einen Seite den Arbeitsmarkt zu deregulieren und auf der anderen Seite den Sozialstaat im Allgemeinen und die Rentenversicherung im Besonderen zu demontieren, stattdessen muss die gesetzliche Rentenversicherung ausgebaut werden in Richtung einer erwerbstätigen bzw. einer solidarischen Bürgerversicherung. Das ist, denke ich, ein ganz zentraler Punkt, weil private, ich nenne sie bewusst nicht kapitalgedeckte, sondern kapitalmarktabhängige Altersvorsorge, ja nur dazu führt, dass die Banken, die Versicherungskonzerne und die Finanzdienstleister noch höhere Gewinne einfahren. Aber es führt natürlich nicht dazu, dass die Menschen im Alter ihr Auskommen finden. Und darum muss es uns gehen. Ich habe etwas Zweifel, dass diese Regierung der Großen Koalition dazu in der Lage ist. Im Koalitionsvertrag sagt sie nämlich zum Thema Altersarmut, das Wort kommt einmal vor, sogar in einer Zwischenüberschrift, da heißt es, Altersarmut verhindern, Lebensleistung würdigen. Verhindern, jetzt muss man semantisch etwas sensibel sein. Verhindern kann ich nur etwas, was es noch gar nicht gibt. Sonst müsste es heißen, Altersarmut verringern oder Altersarmut beseitigen oder Altersarmut bekämpfen. Und genau das tut man nicht. Und man hat sich nur einigen können im Grunde in der Großen Koalition auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Das ist im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen. Nämlich Riester Reloaded habe ich das in einem Artikel genannt. Und da sage ich auch den Gewerkschaften. Ich bin sicher nicht verdächtig, ein Gegner der Gewerkschaften zu sein, bin seit 47 Jahren GEW-Mitglied. Aber ich sage, man kann nicht auf der einen Seite fordern, die gesetzliche Rente zu stärken und auf der anderen Seite zustimmen, dass jetzt sozusagen in der betrieblichen Altersvorsorge dasselbe gemacht wird wie in der privaten Altersvorsorge mit der Riester-Reform, nämlich staatliche Zulagen zu zahlen, im Grunde zu subventionieren, dass die Menschen das Geld den Finanzjongleuren auf den Finanzmärkten zuwenden,
Nur dann eben auf der betrieblichen Ebene, das führt uns in dasselbe Desaster wie bei Riester. Und wenn diese Koalition jetzt daraus den Schluss zieht, dass selbst führende Politiker dieser Koalition, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, gesagt haben, Riester ist gescheitert, jetzt erhöhen sie die Riester-Zulage von 154 auf 165 Euro. Das heißt, sie erhöhen dieses Desaster, in das uns die früheren Rentenreformen hineingebracht haben. Wunderbar, vielen Dank. Im ersten Teil dieses Statements schwang ja so ein bisschen der Soundtrack der Bundespräsidentenwahl schon mit, aber zum Schluss hat sich die alte Fassung rausgearbeitet. Jetzt kommt Professor Dr. Zimmer. Wir sind froh, dass er da ist. Wenn die CDU sich modernisiert, wird er ganz sicher oben mitschwimmen. Und einige, die ihn besser kennenlernen wollen, sollen sich mal die Beiträge einer Enquete-Kommission durchlesen. Da wundert man sich, dass die von einem Unionsmenschen geschrieben worden sind. Wenn sie das aufgreifen könnte, was Herr Buderwecke gesagt hat, Machtkampf, ja. Riester reloaded, was will die CDU? Aber Sie sollen auch dann jetzt wenigstens 7 Minuten haben, bitteschön. Nein, ich hatte eigentlich vor, mich auf 2,5 bis 3 Minuten zu begrenzen, damit sozusagen im Rahmen eines Kompensationsgeschäftes die Zeit nicht über Gebühr beansprucht wird. Es ist natürlich eine Gefahr, wenn man 4 Professoren einlädt, denen dann zu sagen, dass sie das Pult nach 5 Minuten bereits zu verlassen haben. Das ist üblicherweise die Zeit, nachdem man sich hier etwas warm geredet hat. Ich will 3 Punkte nur machen. Und da ich hier auch durchaus meiner Rolle als Designated Bad Guy bewusst bin, will ich sie relativ kurz machen in der Erwartung, dass diese Punkte, diese Anmerkungen nicht durch enthusiastische Beifallskundgebungen unterbrochen und damit meine Redezeit künstlich verlängert wird. Der erste Punkt ist der folgende. Wir strukturieren durch Sprache unsere Wirklichkeit und mir fällt natürlich schon auf, dass es in gewisser Weise problematisch ist, wenn wir von den 3 Säulen der Rentenversicherung sprechen. Das evoziert bei mir so ein bisschen das Bild eines griechischen Tempels, der auf unterschiedlichen Säulen dann beruht, die alle gleichwertig und gleichberechtigt sind. Wenn man dann eine wegnimmt, dann bricht dieser Tempel zusammen. Aber an sich reden wir ja im Grunde genommen, zumindest habe ich Herrn Rürup so verstanden, bei den anderen beiden Kollegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir reden im Grunde ja immer über eine zentrale Säule und 2 Zusätze, betriebliche Altersvorsorge und Riester-Rente, die da eine Rolle spielt. Insofern wäre mein erster Punkt, lasst uns einfach ein bisschen vorsichtig sein, wie wir sprechen. Wir sollten die private Rentenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung sprachlich nicht durch das Bild der Säulen gleichsetzen. Jetzt sind meine Erwartungen, die ich an die Rede hatte, schon enttäuscht worden, aber das finde ich ganz angenehm. Der zweite Punkt ist folgender. Wir befinden uns in einer gewissen Fahrtabhängigkeit und man kann durchaus darüber reden, ob man alles Private dann abschafft und das sozusagen nochmal auf Reset stellt. Ich glaube, wenn wir über die Frage der Riester-Rente heute reden, sind wir uns sehr darüber bewusst, dass es eine ganze Reihe von Problemen gibt. Und ich bin schon der Auffassung, dass wir in dem Zusammenhang auch über den hessischen Vorschlag, der von den Schwarzen und den Grünen da kommt, eines Deutschlandsfonds reden sollte, in der private Riestern einfacher, zuverlässiger wird und auch eine gewisse staatliche Garantie damit einhergeht, die Glaubwürdigkeit dieser 2. Säule der Rentenversicherung in gewisser Weise stärkt. Dritter Punkt, den ich hier anmerken möchte, ich beneide ja meinen Kollegen Birkwald immer, der völlig unbeschwert im Reich der Freiheit und im Reich der Möglichkeiten formulieren kann, während wir armen Arbeiter im Weinberg des Herrn der Koalition lediglich gewissermaßen das Piecemeal Engineering betreiben und sozusagen aus der bestehenden Situation etwas Besseres machen müssen. Aus meiner Sicht sind die folgenden Dinge für die nächste Zeit, gerade was die Rentenversicherung angeht, besonders wichtig. Das erste ist aus meiner Sicht eine erhebliche Verbesserung der Erwerbsunfähigkeitsrente. Wir haben da schon mal die Zurechnungszeiten bis zum 62. Lebensjahr verlängert. Ich glaube, das müssen wir noch aufstocken bis zum 65. Lebensjahr, weil gerade diejenigen, die in die Erwerbsunfähigkeit reingehen, ja auch überhaupt keine Möglichkeiten haben, an ihrem Einkommen was zu ändern. Und ich glaube, ein zweiter wichtiger Schritt wird sein,
dass wir uns darüber Gedanken machen, Selbstständige und auch andere Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einzugliedern. Und wenn ich gefragt worden bin, was ist die Meinung der CDU, das ist zumindest die Meinung der Fachleute in der CDU. Meine Hoffnung ist ja immer, dass in einer autoritär strukturierten Partei, wie man das der CDU gemeinhin unterstellt, dann eher auf die Fachleute gehört wird als auf die Ideologen in unseren eigenen Reihen. Als letzten Punkt vielleicht noch eine kleine Anmerkung, die ich mir als Frage selbst stelle, wo ich auch noch keine abschließende Antwort habe. Ein Großteil unserer sozialen Sicherungssysteme inklusive der Rente, Äquivalenzprinzip, Herr Professor Rürup, hängt eben an der Arbeit. Und mir ist bis jetzt noch nicht so ganz klar, wie unter den Vorzeichen einer Arbeit 4.0, Industrie 4.0, also neuen Formen der Arbeit, sich dieser enge Konnex zwischen Arbeit und Sozialversicherungsleistungen aufrechterhalten lassen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube, da sind wir alle aufgefordert, auch ein paar unkonventionelle Antworten zu finden. Und die Antworten, die sich aus den Spaltungen der Industriegesellschaft ergeben haben, nämlich Arbeit und Kapital, die sozusagen diesen zentralen Konflikt ja versuchen zu beheben, die Antworten gelten für die postindustrielle Gesellschaft nicht mehr und vermutlich auch für die kommende postkapitalistische Gesellschaft noch weniger. Herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Professor Zimmer. Sie können gleich hier bleiben, mit den anderen Kollegen auch. Ja, nach diesen kurzen Statements, die waren so gewünscht von den Veranstaltern, aber doch ganz erkenntnisreich, darf ich Sie bitten, nochmal vorne an den Tisch zu kommen, dass wir die spannenden Aspekte nochmal vertiefen und Sie können noch ganz frei sozusagen das nochmal unterbringen, was vorher nicht möglich ist. Möglich war, Mikrofone sind hier, wir müssen es ein bisschen aufteilen. Vielleicht, ich würde gerne mit Professor Zimmer doch weiter machen. Ja, Sie müssen das gelegentlich austauschen, stellen sich einfach dazu. Es gibt nicht mehr Mikrofone, das hier ist ein Kindertheater, die haben wenig Subventionen. Ich würde gerne mit Professor Zimmer weitermachen, mit meinem Punkt kommen. Sie haben ja einige Andeutungen gemacht, Fachleute versus Ideologen. Wie ist pointiert Ihre Kritik aus der CDU bezogen auf den Vorschlägen, die wir jetzt haben? Also das, was Andrea Nahles vorgestellt hat. Was teilen Sie davon? Was ist realistisch? Was lehnen Sie ab, was den Status quo der jetzigen Rentenvorschläge angeht? Also zunächst mal lassen Sie mich sagen, dass ich kritisiere ja immer Horst Seehofer sehr gerne, und dass ich ihn jetzt hier kritisieren kann und darf, weil er von den Linken als Kronzeuge gewissermaßen genommen wird für eine Rentenpolitik, das finde ich schon ganz bemerkenswert. Wie dem auch sei, wir haben die Debatte, die durch den Alterssicherungsbericht der Bundesarbeitsministerin ja begonnen hat, glaube ich, insofern jetzt aufgegriffen, dass wir zunächst mal, was die Betriebsrenten angeht, diese erheblich stärken wollen, weil ich glaube, das ist sinnvoll. Und dass wir das tun wollen, vor allen Dingen nicht mit einem Opt-in-Modell, sondern mit einem Opt-out-Modell. Das heißt, dass wir die Verpflichtung machen wollen, dass Betriebe eine betriebliche Altersvorsorge anbieten müssen. Und in dem Zusammenhang würde dann eben auch der hessische Vorschlag des Deutschlandfonds, den ich nicht müde werde zu wiederholen, eine gewisse Wirksamkeit entfalten. Ich glaube, was noch nicht abgeschlossen ist, und es macht auch Sinn, das sehr vernünftig und sehr gründlich zu diskutieren, ist die Frage, wo die Haltelinien sind. Ich habe sehr viel Sympathie für die Idee der doppelten Haltelinien, die Andrea Nahles vorgetragen hat. Ich glaube auch, dass die Sympathie zumindest bei den Fachpolitikern weitgehend geteilt wird. Wie es aber dann genau ausgestaltet wird, darüber gibt es noch keinen Konsens. Okay, der letzte Teil war wieder Politiker-Slang. Versuchen Sie das zu präzisieren. Ich finde die Unterteilung zwischen Fachleuten und Ideologen hochinteressant. Machen Sie doch einfach mal eine Machteinschätzung. Sie kennen sich da aus. Machen die Ideologen das mit oder machen sie einen Aufstand? Wie schätzen Sie das ein? Dafür sind wir ja heute hier zusammengekommen, um von Ihrem Wissen zu profitieren. Naja, je näher man zu den Wahlen kommt, desto schwieriger wird es. Ja, also sagen wir mal, die Stunde der Fachleute schlägt nach den Wahlen. Und insofern ist zwar auf der einen Seite die Debatte jetzt richtig, die wir führen, auch im Zusammenhang mit der DGB-Initiative, aber ich glaube, dass vor den Wahlen vernünftige Beschlüsse in dieser Form nicht mehr zustande kommen. Ich bin froh, wenn wir in der Erwerbsunfähigkeitsrente da was hinbekommen und wenn wir das Betriebsrentenstärkungsgesetz noch über die Rampe schieben können. Aber allein schon bei der Frage nach der, ich weiß gar nicht, wie es neuerdings heißt, bei uns hieß es früher die solidarische Lebensleistungsanerkennungsrente, allein schon bei der Frage bin ich eher skeptisch, ob das nochmal funktioniert, weil sich vor den Wahlen natürlich auch die Parteien entsprechend positionieren
Und da spielen die Fachleute, glaube ich, eher eine zweite Rolle. Das ist aber eine ziemlich resignative Zwischenbilanz. Naja, nach 8 Jahren im Deutschen Bundestag hat man schon die ein oder andere Erfahrung. Erfahrung führt nicht notwendigerweise dazu, dass man resigniert, sondern nur, dass man die richtigen Zeitpunkte abpasst, um vernünftige Initiativen zu starten. Herr Rürup, die Einschätzung, die Sie von Herrn Zimmer gehört haben, teilen Sie die auch, dass das sozusagen, was Frau Nahles euphorisch präsentiert hat, doch im Grunde klein gehäckselt wird über die unteren Ebenen? Das mag sein, allerdings... mag sein. Nein, gut. Sie sind doch so einmal der sagt, ja. Wumms machen. Wumms machen. Es war ein guter Brauch in der alten Bundesrepublik Deutschland, immer Rentenreformen konsensual zu verabschieden. Weil nämlich Rentenreformen sind immer Verteilungskonflikte und man wollte das rausnehmen. Und ich weiß auch, dass eine Regierungspartei höchst ungern einen Rentenwahlkampf führt. Das hat einmal die SPD gemacht gegen den demografischen Faktor von Herrn Blüm. Sie hatten dann abgeschafft und ihn durch die Riester-Treppe ersetzt, der die identischen Wirkungen gehabt hätte. Also der demografische Faktor, da war das Vorbild für die Riester-Treppe. Und ich glaube, da haben Sie gelernt, das hätten Sie vielleicht nicht gemacht. Ein letztes Wort möchte ich noch sagen. Wenn man das Wort Lebensstandardrente haben will, muss man das Wort Rentenniveau streichen, sondern muss man sich bekennen zu einer Ersatzrate. Das Rentenniveau kann nie lebensstandardsicher sein. Und deswegen kann ein Rentenniveau von 53% nicht lebensstandardsicher sein. In der OECD ist es üblich, man redet von der Ersatzrate, dem Prozentsatz, den die Rente vom Einkommen ersetzt. Und genau das tut das Rentenniveau nicht. So intellektuell redlich müsste man doch sein und akzeptieren. 53% hat nichts mit Lebensstandardsicherung zu tun. Haben Sie schon gesagt, aber noch mal eine kurze Sache. Wir wollen ein bisschen von Ihrem Wissen profitieren. Dankeschön für das Kompliment. Das ist nicht übertrieben. Sie haben beste Kontakte zu den Schwarzen und den Roten. Ja. Andrea Nahles hängt Ihnen an den Lippen. Jetzt sagen Sie doch mal, dass die... ja, es ist so. Es ist so. Sie haben gute Zugänge. Muss man nicht übertreiben. Sie wissen das selbst. Also, sagen Sie aber jetzt mal, wir wollen ja wissen, was vorgestellt worden ist als Politikentwurf, wie Ihre Einschätzung ist, was davon realistisch ist, wenn man die Machtkonstellation in Deutschland sieht und die sogenannten Ideologen, Wort von Herrn Zimmer. Was kommt von dem, was wir jetzt gehört haben, bezogen auf Rentenniveau, Betriebsversicherung und anderes durch? Was ist Ihr realistisches Szenario in der Gemengelage? Also die Erwerbsminderungsrente, die wird kommen. Es wird die Einbeziehung der Selbstständigen, die noch in keinem anderen etablierten System sind, das wird mutmaßlich kommen. Es wird das Betriebsrentengesetz kommen. Ja, es muss ja noch verabschiedet werden, nicht? Also das wird kommen. Die Lebensleistungsrente, glaube ich, wird nicht mehr kommen. Die Haltelinien halte ich für eine gute Idee. Sie werden, glaube ich, deswegen nicht kommen, weil sich die Union nicht, sagen wir mal, überwinden kann, das bis 2045 zu machen. Bis 2030 könnte man das Mindestsicherungsniveau auf 46% abheben, annehmen. Das wäre kein Problem. Ich glaube, da liegt das Problem auf der Seite. Deswegen, es wird so ein bisschen wird kommen, aber man muss ja noch Platz lassen für weitere Reformen. Okay, also auch da zwei Leute übereinstimmen, kleinste Lösung, Frau Engelkäfer. Wenn Sie das, Sie kennen ja die Gremien, Sie wissen, wie die Leute ticken, Sie waren in den ganzen Formalien drin. Was kommt raus? Damit wir einfach so wissen, wie realistisch es ist, weil Frau Nahles ja den Eindruck erweckt hat, mit ihren Linien, mit ihren Punkten, dass es eigentlich stabil aussieht und ihre Freunde von der Gewerkschaft. In der Metallzeitung zum Beispiel, Verdi Mensch gesagt hat, das vorgelegte Konzept enthält wichtige Korrekturen in der Rentenpolitik. Sagen wir mindestens 3+ bewertet, was mich sehr gewundert hat. Also Ihre Einschätzung bitte. Also mich wundert das auch, denn ich glaube, dass alle die ein wenig Erfahrung haben, sehr genau wissen, dass das ein Stück Wahlkampf ist von Frau Nahles. Und ich finde gar nicht mal so gut. Denn was sind denn 48% oder 46% mit Beiträgen auf 25%, die dann ansteigen? Das ist ein Armutsprogramm für die jüngere Generation. Uns wird ja immer versucht einzureden, wenn wir uns für die gesetzliche Rente einsetzen, dann ist das ein Kampf gegen die Jungen, ein Generationenkonflikt. Das ist Quatsch. Wir versuchen ja gerade der jüngeren Generation hier eine Chance zu geben und damit die gesetzliche Rentenversicherung überhaupt zu erhalten.
halten. Das kann ich aber nicht mit den Vorstellungen von Frau Nahles, die auch gar nicht durchsetzbar sind. Warum wirft ist das? Ist auch schon alles, aber alles geklärt. Dann erklären Sie mir einfach politisch, ja, wie Sozialkunde, von mir aus auch in dieser Form, wie ja, ihr, für Leute, die nur wenig verstehen aus dem Parlament, leicht erklärt. Warum bejubeln die Gewerkschaftsspitzen das relativ oder zumindest begleiten das sehr mild? Können Sie mir das erklären? Nee, da müssen Sie die Gewerkschaftsspitzen selber fragen. Sie müssen Milch geben. Ich bin schon 10 Jahre raus, aber ich kann meine Meinung dazu sagen. Ja, ich tue das dürfen gerne. Sie. Ich tue das gerne. Ich sage ganz klar, dass die Gewerkschaften unterschiedliche Interessen haben. Und das ist ihr gutes Recht. Sie sind beitragsfinanzierte Institutionen und setzen sich in erster Linie für ihre Beitragszahler ein. Und diese Beitragszahler sind nicht die Masse oder die Mehrheit der Rentner und Rentnerinnen, die am Existenzminimum kratzen und demnächst in Altersarmut fallen werden. Darüber sollen wir uns erstmal ganz klar sein. Und das Zweite ist, das Geld, was wir zum Beispiel jetzt mit Zustimmung der Gewerkschaften, auch im Interesse der Gewerkschaften, in eine Tarif- oder Betriebsrente stecken, das hätten wir besser in die gesetzliche Altersrente gesteckt. Das ist meine Meinung dazu. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich sehe das, wir haben 3,5 Milliarden Euro gehen in die Riester-Rente pro Jahr. In 10 Jahren sind das 35 Milliarden Euro. Ich kann die Krokodilstränen nicht mehr sehen, die immer geweint werden, wenn wir die gesetzliche Rente verbessern wollen. Das wäre ja so schrecklich teuer. Aber wie viel das andere kostet und dass es den einzelnen Arbeitnehmer noch viel mehr belastet, nämlich Riester mit 108 Euro im Monat und eine Verbesserung der Beiträge für die gesetzliche solidarische Rente wäre etwa ein Drittel davon. Und die Menschen hätten mehr davon hinterher an Rente. Allerdings die private Finanzbranche weniger. Das ist richtig. Und ich bin eher dafür, den Verteilungskonflikt anderweitig zu lösen und wäre froh, wenn die Gewerkschaften sich dem anschließen würden. Aber ich habe keine Illusionen. Aber Frau Engelin-Käfer, Sie haben einen Aspekt noch unterbelichtet. Warum ist das so? Warum argumentiert niemand so, wie Sie gerade das gesagt haben? Woran liegt das? Versuchen Sie, den Sinn zu erklären. Ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Ja, das ist, erstens mal ist es ein kompliziertes Verfahren, es ist eine komplizierte Tatbestände, aber es ist ein Interessen, Konflikt, ein Verteilungskonflikt, hat doch Herr Butterwege eben zu Recht gesagt. Es ist ein Interessen- und Verteilungskonflikt, in dem ganz klar eine Seite überwogen hat. Ich hätte damals gedacht, nach der Finanzkrise, dass sich da ein bisschen was ändert. Die Frage richtete sich nach den Gewerkschaftsführern. Warum die so handeln? Ja gut, die Gewerkschaften sind ja auch nicht unabhängig in dieser Gesellschaft. Die haben doch auch Mitglieder, die leisten Beiträge. Die höchsten Beiträge kommen von großen Konzernen und den dort beschäftigten, gut verdienenden Facharbeitern. Und die haben andere Interessen als der Dienstleister, als der kleine Selbstständige, als diejenige, die am Rande der Existenz kratzen, deren Zahl nur leider zunimmt. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Interessenrichtungen. Und das ist halt meines Erachtens mit eines der Probleme, die sich politisch niederschlagen und die sich dann auf die Parteien auch entsprechend weiter auswirken. Und da ist die Frage, kann man diese Interessenrichtung verändern? Wie gesagt, ich hege keine Illusionen. Okay. Herr Butterwege, haben Sie eine Idee, ob sich diese Interessenrichtung ändern lassen? Wir haben jetzt in der Summe von allen Beteiligten gehört, dass es nur kleine Schritte in den sogenannten Rentenreformen gibt, wenn überhaupt. Ich finde es erstmal gut, dass das Thema wahrscheinlich im Bundestagswahlkampf eine größere Rolle spielen wird, als das sonst der Fall war. Auch wenn sowohl die Kanzlerin wie auch Andrea Nahles das scheuen, wird das ja der Fall sein, weil diese Koalition nicht in der Lage ist, eine wie auch immer geartete Lösung dafür bis zum Ende dieser Legislaturperiode vorzulegen. Da steht eben alles Mögliche im Koalitionsvertrag, solidarische Lebensleistungsrente, alles lässt man fallen. Man macht nicht mal das, was Andrea Nahles da mit dieser doppelten Haltelinie übrigens, da muss man auch wieder sensibel sein. Am Anfang war es nur eine Haltelinie, nämlich für das Rentenniveau. Dann sind die Lobbyisten der Finanzwirtschaft gekommen und haben gesagt, genauso wie die Arbeitgeber, so geht das doch nicht, da über das Rentenniveau zu reden und das irgendwie zu halten oder zu stabilisieren. Nein, auch die Beiträge dürfen nicht steigen, damit die Gewinne der Unternehmen nicht sinken und der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht leidet. Und daraufhin wurde es dann eine doppelte Haltelinie. Also ich bin der Meinung,
diese doppelte Haltelinie ist doch auch Augenwischerei. Es muss das Rentenniveau nicht im Absinken stabilisiert werden bei 46%, sondern es muss wieder angehoben werden. Das ist entscheidend. Und wenn die Gewerkschaften so stark, leider wie ich finde, bei dem Betriebsrentenstärkungsgesetz auf der falschen Seite sind, nämlich bei den Befürwortern, bei der Regierung, bei der Großen Koalition, dann hat das für mich, da muss man nur die Metallrente angucken, damit zu tun, dass sie mit am Tisch sitzen. Also die Betriebsräte sind sozusagen bei der Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge natürlich mit dabei. Und mitzureden, mitzubestimmen. Die Arbeitgeber sind übrigens eigentlich nicht mit dabei, weil die nämlich keine Leistungsgarantie mehr geben müssen. Es ist eigentlich gar keine betriebliche Alterssicherung, sondern es ist im Grunde übertragen, die private Altersvorsorge, die kapitalmarktabhängige Altersvorsorge, die bei Riester gemacht worden ist, wird jetzt übertragen auf den betrieblichen Bereich. Und der Grund, warum die Gewerkschaften da so zwiespältig sind, ist eben der, dass sie da mitbestimmen können, dass sie da mit am Tisch sitzen, dass sie deswegen den Eindruck haben, betriebliche Altersvorsorge zu stärken. Das ist in unserem Interesse und im Interesse natürlich vor allen Dingen der Beschäftigten, die Ursula Engelken-Käfer genannt hat, nämlich der Gutverdienenden in den Großbetrieben. Aber für viele andere, ich halte auch zum Beispiel Freibeträge einzuführen, nach dem Motto, damit die Geringverdiener nun auch noch diesen Weg gehen in Richtung der kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge. Sagt man, wenn ihr dann am Ende eures Erwerbslebens die staatliche Grundsicherung in Anspruch nehmen müsst, dann besorgen wir euch ja einen Freibetrag, dass ihr 100 oder im Extremfall jetzt 204,50 Euro an Freibetrag habt, die ihr privat vorsorgen könnt. Damit verstärkt man natürlich was man bei Riester eben nicht geschafft hat, nämlich auch noch die Geringverdiener in die Küche der Finanzwirtschaft zu treiben. Und ich finde das verheerend. Ich finde, für die ist es keine Lösung, auch nicht, wenn sie eben einen solchen Freibetrag haben, kommen sie eben kaum über die Grundsicherung hinaus. Und die Armut im Alter fängt ja nicht bei der Grundsicherung, die im Durchschnitt 799 Euro beträgt, an, sondern mit 1.000 oder mit 900 Euro ist man natürlich in Köln und in anderen Städten auch noch arm, weil man muss noch eine Wohnung mieten und natürlich sind die Lebenshaltungskosten groß. Und das heißt, die Armut jetzt auch begrenzen zu wollen, wie Andrea Nahles das will, dass sie sagt, wir wollen so 10% aufschlagen mit so einer gesetzlichen Solidarrente, 10% aufstocken, die Grundsicherung, dann ist man immer noch arm. Okay. Kurze Unterbrechung, weil Sie noch eine Sache jetzt unbeantwortet lassen haben. Übrigens, die Finanzindustrie wird kritisiert, Herr Dr. Schwag ist da, der wird später auch reden. Da werden Sie merken, dass der auch eine ganze Menge im Köcher hat und ziemlich clever ist in seiner ganzen Arbeit. Wir konnten Sie leider jetzt hier auf dieses Podium nicht bringen, aber Sie werden nachher Gelegenheit haben, auch eine Gegenrede zu machen, damit das hier wenigstens intellektuell noch auf einem gewissen Niveau bleibt. Einen Punkt haben Sie vergessen, nämlich zu sagen, zum Beispiel was die Gewerkschaften angeht, auch Frau Engelken-Käfer hat das gesagt, das ist nun mal so, die vertreten ihre Leute. Aber wo ist sozusagen der anwaltschaftliche Teil der Gewerkschaftsführer, auch in den Vorständen, wenn sie diese Kernkonflikte der 20%, die im Keller sitzen, die kleine Renten haben werden, auslassen? Lauter, ich versuche es ja ins Mikrofon zu sagen. Die haben doch auch eine Einbettung. Es sind sehr viele Linke auch im Vorständen von IG Metall und Verdi. Was machen die denn? Warum stimmen die dem zu? Also das ist ja nicht, sagen wir mal, der zentrale Konfliktpunkt, dass die Gewerkschaften und deren Spitzenfunktionäre eher, sagen wir mal, ihre Mitgliedschaft im Auge haben und möglicherweise deshalb auch vielleicht das Ganze weniger kritisch sehen als ich, ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, ob diese Gesellschaft sich bewusst wird, was sie da macht, wenn sie immer mehr ältere Menschen im Grunde im Alter abgehängt sein lässt. Das isoliert die, das führt zu gesundheitlichen Problemen. Die haben keine Teilhabe mehr am kulturellen, am sozialen Leben dieser Gesellschaft. Das heißt, diese Spaltung zu erkennen, ist nicht nur die Aufgabe von Spitzenfunktionären der Gewerkschaften, sondern ich finde, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da sind die Gewerkschaften für mich jetzt nicht so sehr im Fokus, auch nicht der Kritik. Allerdings machen Sie eine Kampagne und man könnte ja mehr erwarten, Frau Engelken-Käfer. Kann man nicht mehr von den Gewerkschaften und den Spitzen mit einer Böckler-Stiftung mit viel Expertise erwarten?
eigentlich sind die Gewerkschaften hier angetreten und mir ist auch nicht bekannt, dass die Satzung und die gesamte strategische Grundlage geändert wurde, dass der DGB sozusagen die Klammer darstellt zwischen denen, die im Industriebereich eine bessere Situation haben und denen, die in den Dienstleistungsberufen, vor allem den personenbezogenen Dienstleistungen, eine schwierigere Position haben. Und diese Ausgleichsfunktion könnte besser vorgenommen werden. Und da wäre natürlich eine Kampagne zu einer lebensstandardsichernden Rente, die ein Leben in Würde ermöglicht, eine sehr, sehr gute Grundlage. Es wäre schön, wenn sie auch entsprechend anders ausgerichtet wird. Ich glaube, das Thema ist geklärt, soweit es hier oben sich klären lässt. Ja, ja. Zweites Kapitel. Herr Rürup, Sie sagen selbst im Handelsblatt, Ziel ist Armutsfestigkeit der Rente. Was sagen Sie zur These hier von Buddhawege, dass im Grunde die Riester-Philosophie, die ja gescheitert war, wie der CSU-Vorsitzende sagt, SPD-Vorsitzende und viele andere, jetzt auf das Betriebssicherungssystem überlagert worden ist und wieder sozusagen die Risiken des Kapitalmarktes dort virulent werden? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ein risikofreies Rentensystem gibt es nicht. Also jedes System, Umlagesystem hat Risiken, kapitalgedecktes System hat Risiken, die kann man absichern, unterschiedliche Risiken, die kann man absichern durch verschiedene Formen, die kann man absichern durch verschiedene Formen der Regulierung. Das haben wir im Umlagesystem natürlich auch. Wir haben beispielsweise die Rentengarantie, das heißt, die Renten können nie sinken. Wir haben da eine Summe von Mechanismen in dem System eingebaut, dass Arbeitsmarktrisiken eben auf die Rente durchschlagen. Und das kann man auch im kapitalgedeckten System kann man das auch machen. Und ich sage ja noch einmal, Sie tun hier beide so, als sei also eine kapitalgedeckte Ergänzung was ganz Exotisches. Wenn Sie mal einen Blick in die 34 OECD-Länder sind, ist das Standard. Die sind doch nicht alle einer neoliberalen Irrweg aufgezogen. Und schauen Sie sich doch bitte mal an, wenn Sie wirklich... Gut, okay, ja, klar, ja... Kann man natürlich doch, also die Finanzwirtschaft arbeitet international. Kann man natürlich sagen. Die Finanzwirtschaft arbeitet international. Aber wenn es jetzt darum geht, den tatsächlichen Lebensstandard zu vergleichen, dann machen Sie doch mal den Vergleich und vergleichen Sie mal das Alterseinkommen eines deutschen Rentners mit dem eines norwegischen, mit dem eines schwedischen und. Das heißt, vergleichen. Österreich ist sehr schön. Ja, hervorragend. Das wissen Sie ja, in Österreich wird die Rente in der Tat höher festgesetzt bei uns, aber dann wird sie nicht mehr dynamisiert. Das heißt, dann wird sie eben nur nach der Inflationsrate dynamisiert. Auch das müssen Sie sehen. Das heißt, die hoch festgesetzte Rente verliert dramatisch an Wert. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Ja? Nein, die hat an Wert verloren durch die Riester. In Deutschland hat sie an Wert verloren durch die Niveauabsenkung. Noch. Wir haben inzwischen einen Kaufkraftverlust der vergangenen 10 Jahre bei den Rentnern, der ist über 15%. Also da kann man nicht so tun, als ob da gar nichts wäre. Das ist auch intellektuell nicht redlich. Ich habe ja meinen Halbsatz nicht zu Ende setzen können. Also bei uns werden die Renten jährlich angepasst nach Maßgabe des Produktivitätsfortschritts, sofern die Gewerkschaften in der Lage sind, ihn in Lohnsteigerungen durchzusetzen. Ja, einverstanden. Einverstanden, ja so. Nein, es gibt leider keinen Rürup-Faktor. Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor würde ich nicht nennen, der hat nämlich zu einer Niveauerhöhung geführt. Aber jetzt nur noch, ein paar Jahre, das kann noch, genauso noch, schnell wieder anders sein. Noch einmal, ich duck ja vor nichts weg, wir haben das Rentenniveau abgesenkt. Und das fing nicht an mit Riester, sondern die Politik. Aber Riester-Treppe nach unten war das Schlimmste, was überhaupt passiert ist. Nein, das war der demografische Faktor. Nein, das war die Riester, das waren die 4% vom Brutto, sind 108 Euro im Monat. Das sind 5 Niveauprozente. Es sind achtmal die Rentenerhöhungen um 0,6% geringer ausgefallen. Das ist eine Niveauabsenkung von genau 5 Prozentpunkten. Und das ist die Differenz zwischen den gegenwärtigen 48,2%, wo das Rentenniveau ist, und den 53%, den Sie haben wollen. Okay, das ist völlig richtig, aber es ist falsch zu sagen, dass es vorher nie Niveauabsenkungen gegeben hat. Aber okay. Wunderbar. Ich glaube, das werden wir nochmal vertiefen nachher in der Mittagspause, aber Sie haben jetzt ungefähr einen Eindruck gekriegt, was in Arbeitsgruppen, die es hier gab, vor den Rentenbeschlüssen
Die beiden haben sich viel zu sagen. Die Blüm-Reform war schlimmer, aber seit der Blüm-Reform. Also, okay, gut, ich glaube. Okay, Herr Rürup, ich trotzdem noch mal der Versuch. Ich wollte von Ihnen eigentlich nur eine kurze Antwort haben auf die Position von Herrn Buddewege und anderen. Würden Sie sagen, bei der Betriebsversicherung ist es gelungen, der Finanzindustrie, der Versicherungsindustrie, die Oberhand zu behalten und ein neues, großes Geschäftsfeld für sich zu entwickeln? Ja, man kann das behaupten, man kann es nie widerlegen. Aber Sie könnten es widerlegen, wenn Sie wollen. Ist es so? Ich frage Sie dann, Sie sind evidenzbasierter Wissenschaftler. Ich habe mache ich einen Blick über die Grenzen und da schaue ich, dass das Standardmodell sind die Betriebsrenten, nicht die Privatvorsorge. Und deswegen, das sind kollektive Systeme, die sind effizienter. Und deswegen, die meisten Länder, wo man eben kapitalgedeckte Systeme hat, sind nun einmal Betriebsrenten, die eben nicht verkauft werden müssen, die kollektiv abgeschlossen worden sind, sind effizienter. Und das hat aber dann nichts mit Kapitaldeckung zu tun. Okay. Alles klar, Sie sehen auch in dem zweiten Punkt gibt es einen Dissens hier oben. Ich würde gerne noch einen dritten Aspekt hier in der kleinen Runde aufgreifen, auch zuerst mit Herrn Zimmer, nämlich den wir noch nicht besprochen haben, das Altersthema. Pünktlich um 11:30, dann kommt er zuerst. Herr Buddewege muss weg, dafür haben alle Verständnis. Aber eine kurze Antwort noch. In den Konfliktfeldern, die wir besprochen haben, fehlt jetzt das Thema Erweiterung sozusagen der Berufstätigkeit. Viele Wirtschaftsweise sagen 70. Herr Schäuble sagt Ankopplung des Rentenalters mit der Lebenserwartung. Deutsche Bank, also Bundesbank hat sich entsprechend geäußert, alle sagen das. Gleichzeitig haben wir aber den realen Eintritt jetzt mit 64 Jahren. Das heißt, alle Menschen, die nur irgendwie können, gehen früher raus. Wie wird sich dieses politisch entwickeln? Sie sind ja Sozialwissenschaftler. Wie wird dieser Konflikt? Der Staat will von den Leuten 70 und mehr, die Menschen wollen weniger, weil sie kaputt sind in vielen Branchen, und zwar nicht nur die Dachdecker. Wie analysieren Sie diesen Konflikt für die Zukunft? Ja, das ist auch wieder eine Frage von gesellschaftlicher Auseinandersetzung, von politischen Kräfteverhältnissen. Ich will so einen Gedanken dazu einbringen, der leider unterbelichtet bleibt. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, ist das Renteneintrittsalter unter Bismarck 70 heruntergesetzt worden auf 65. So, wir sind jetzt 100 Jahre weiter in einer sehr viel reicheren Gesellschaft. Ich weiß, dass die Lebenserwartung gestiegen ist, dass die Renten länger bezahlt werden müssen. Und trotzdem bin ich der Meinung, 1916 das Renteneintrittsalter auf 65 zu senken, das war eine kulturelle Errungenschaft, nicht nur eine soziale, sondern eine kulturelle Errungenschaft, an der ich eigentlich gerne festhalten möchte. Ich bin der Auffassung, unsere Gesellschaft kann den Menschen eben aufgrund ihres Reichtums und der gestiegenen Arbeitsproduktivität, die viel wichtiger ist als demografische Entwicklung, weil die Höhe der Rente eben nicht abhängt von der Altersstruktur, von der Biologie, sondern die Höhe der Rente hängt erstens ab von der, ist eine Frage der Ökonomie, wie groß ist der gesellschaftliche Reichtum, der erwirtschaftet wird, und zwar, wenn die Rente bezahlt werden muss. Und zweitens ist es eine Frage der Politik, wie wird dieser wahrscheinlich aufgrund der steigenden Arbeitsproduktivität auch weiter wachsenden Reichtum, wie wird der verteilt auf die verschiedenen Altersgruppen. Und da wäre ich der Auffassung, statt schon wie der Arbeitgeberpräsident Grillo vom Renteneintrittsalter 85 zu sprechen, man könnte natürlich es noch billiger machen, indem man sagt, arbeiten bis zum Tod. Ich bin der Auffassung, unsere Gesellschaft kann es sich leisten und sie sollte es sich leisten, den Menschen einen würdevollen Ruhestand zu ermöglichen. Aber das wird nur gelingen, wenn die Gewerkschaften, aber auch Wohlfahrtsverbände, Kirchen in diese Diskussion aktiv eingreifen und wenn in der Gesellschaft sich diese Meinung durchsetzt und sich gegen mächtige Interessen, wirtschaftliche Interessen, wie ich finde, durchsetzt. Vielen Dank. Sie müssen weg. Vielen Dank. Wir wissen zu schätzen, dass Sie heute bei so einem schwierigen Tag trotzdem dabei waren. Dankeschön und viel Spaß bei Ihrer Präsentation, Ihrer Kandidatur in der CDU-Fraktion. Das steht Ihnen noch bevor mit inhaltlicher Diskussion. Professor Zimmer, können Sie die Altersfrage auch beantworten? CDA-Mensch, wahrscheinlich demnächst Bundesvorsitzende. Wie sehen Sie diese Schwierigkeit? Die Menschen sagen auch nach Umfragen, sie wollen früher raus aus dem Arbeitsprozess. Und jeder, der älter ist, kann das ja auch nachvollziehen, gerade bei schweren Berufen. Wie sehen Sie diese Diskrepanz und das, was die Politik den Menschen zumutet? 70, die Zahlen, Grillo wurde genannt. Wie sehen Sie diesen Spagat? Also ich glaube, man muss sich dann die Berufe sehr unterschiedlich anschauen. Also arbeiten bis 84 ist natürlich nicht drin. Selbst nicht bei Heinz Riesenhuber, der das sicherlich gerne noch gemacht hätte und der jetzt mit 81 aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet. Aber in vielen Berufen ist es natürlich völlig klar,
dass es auch bis 65 nicht geht. Das ist eine ganz klare Geschichte. Und deswegen neige ich sehr dazu, das auch etwas zu flexibilisieren. Muss im Übrigen teilweise ja auch in den Tarifverträgen flexibilisiert werden. Natürlich. Weil in den Tarifverträgen eben häufig die Regelaltersgrenze festgeschrieben ist. Und da teilweise auch Menschen, die sagen, ich hätte aber noch mal Lust, ein bisschen länger zu arbeiten, eigentlich überhaupt keine Chance nach diesen Tarifverträgen haben. Also da sind nicht nur der Gesetzgeber gefragt, sondern auch die Tarifpartner, vernünftige Lösungen zu finden. Denn eines ist auch klar, wir haben ja einen deutlichen Anstieg von Menschen, die in die Berufsunfähigkeit gehen. Teilweise eben auch aus psychischen Belastungen heraus. Noch nicht mal der berühmte Dachdecker, ne, der nicht mehr bis 65 auf dem Dach stehen kann. Sondern eben auch, und jetzt mache ich es mal bewusst, ich gucke Sie an und mache das jetzt mal bewusst provozierend, ja auch häufig Leute aus Gewerkschaftsumfeldern, die in den Gewerkschaften arbeiten, die den Druck nicht mehr aushalten. Aus den Parteien, natürlich, ja, natürlich. Und das ist doch ein ganz entscheidender Punkt, bei dem man dann zunächst mal sich drüber unterhalten sollte, wie stärken wir die Prävention, dass Leute auch noch länger arbeiten können. Wie stärken wir Rehabilitation, dass, wenn sie krank geworden sind, sie wieder auf die Läufe gekommen sind? Und wie eröffnen wir flexible Übergänge in die Alterssicherung? Das finde ich, sozusagen diesen Dreischritt finde ich eigentlich ganz spannend. Zum Stichwort Prävention kann ich nur Folgendes sagen. Ich habe einen Monat versucht, bei der deutschen Industrie, bei allen großen Betrieben zu sehen, wo deren Präventionskonzepte sind. Und ich bin leer ausgegangen. Das ist ein großer Mythos, sowohl bei Audi mit Silver Surfer und sonst was. Am Ende gibt es Effizienzbemühungen und etwas Garnitur. Aber der Anfang auch in der Tarifpolitik ist dann noch sehr gering. Aber darauf können Sie keine großen Hoffnungen hegen. Und darüber redet auch niemand gern. Ja, aber Sie gucken mich jetzt an, als ob ich für die deutsche Industrie spreche. Ich spreche Sie als Fachmann an und nicht als Ideologen. Ich will nur mal sagen, dass ich seit vielen Jahren Gewerkschaftsmitglied bin und mit der Industrie eigentlich relativ wenig zu tun habe. Ich weiß, aber Sie haben es als positives Beispiel genannt und ich wollte Ihnen nur kontrastieren, dass das ein Hauch von Illusion ist. Nein, also ich weiß ja auch, dass die Gewerkschaften an dieser Stelle wirklich sehr gut unterwegs sind, gerade was die Prävention dann angeht, dass wir uns auch sehr darüber unterhalten haben, ob man da über Verordnungswege sozusagen die Unternehmen anhält, so etwas zu machen. Ich will aber auch eins sagen, also wir haben ja mittlerweile einen Fachkräftemangel, einen ganz massiven. Und ich glaube, viele Unternehmen machen das schon aus ganz eigenem, ureigenen Interesse, um ihre Leute zu halten und sie nicht zu verschleißen, sondern zu gucken, dass sie möglichst lange auch produktiv tätig sind in ihrer Arbeit und dass die Arbeit, das Arbeitsumfeld ihnen erheblich Spaß macht. Aber Das ist ein frommer Wunsch, die Realität ist noch weit. Ach, ich glaube, das aufgeklärte Eigeninteresse ist der stärkste Antrieb des Menschen. Also wenn man nach Motiven schaut, dann guckt man immer erst mal in die unterste Schublade, da wird man meistens fündig. Aber eines will ich noch sagen, das vielleicht auch als Frage zurückspiegeln, bei den ganzen Fragen Betriebsrenten. Ich habe da schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil sozusagen in meiner Abschlussbemerkung ich ja gesagt habe, wir haben ja eine zunehmende Entkopplung auch von festen Arbeitsverhältnissen, die gar nicht mehr stattfinden, Cloudworking und viele andere Geschichten dann auch. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wie die Reichweite eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes ist und ob das in 20, 25 Jahren noch jene Validität hat, die wir glauben, dass es heute haben könnte. Und genau das ist mein Punkt. Ich glaube, wir diskutieren manchmal etwas zu kurz in diesen ganzen Debatten, weil wir sozusagen den Notfallmodus eingeschaltet haben, gesagt, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, wo müssen wir Heftpflaster draufkleben, anstatt sozusagen die strukturell langfristigen Veränderungen im Auge zu haben, die gerade in der Rentenpolitik ganz entscheidend sind. Ja, das hört sich aber wieder wie so eine resignative Reife an bei Ihnen, Ihre Äußerung, so halb philosophisch. Aber Sie als Fachpolitiker wären auch dafür da, das Pflaster abzureißen. Warum machen Sie das nicht? Und die strukturellen Fragen zu stellen. Sie können das, Sie wissen das, und warum machen Sie es nicht? Naja, diskutiert wird schon darüber. Und es ist ja nicht so, dass wir sozusagen in einer Käseglocke sitzen und lediglich unter die Gesetzgebungsmaschinerie der deutschen Bundesregierung unseren Stempel drunter machen, sondern wir diskutieren die Fragen, die sich mit den langfristigen strukturellen Veränderungen des Arbeitsmarktes ergeben, schon sehr intensiv. Aber wie das so häufig in Diskussionen ist, es gibt nicht nur unterschiedliche Interessen, es gibt auch sehr unterschiedliche Erkenntnishorizonte. Und damit muss man irgendwie klarkommen.
Okay, wir denken uns das, was Sie damit meinen, und fragen jetzt nochmal zum Schluss, Herr Rürup, noch eine Frage an Sie, nicht jetzt so als Ökonom und Dollarmaker und so weiter und Berater, sondern als früherer Sozialwissenschaftler. Waren Sie ja lang genug. Und Sie erinnern sich noch, Sie haben gemeinsam mit dem Kollegen Dr. Borschert schon beim Surkamp Verlag sehr früh ein Buch über die Rentenpolitik geschrieben und rausgegeben. Nein, mit Ihrem Aufsatz drin, ich habe selbst gesehen. Aufsatz drin, ja. Aber Ihr Aufsatz damals, das ist ja gut fast 3 Jahrzehnte her, klingt anders als heute, was Sie sagen. Ja, Tendenz sehr stark an das klassische gesetzliche Modell und gegen sozusagen so starke private Konstellation, die wir heute haben. Jetzt aber folgende politische Fragen. Ja, vor 30 Jahren, das war nur mein Eindruck. Aber jetzt, ich will gerne die Altersfrage auch von Ihnen nochmal politisch bewertet wissen. Wir haben in die Situation, die Leute reden von Arbeiten bis 70 oder Angleichung an Lebenserwartung und so weiter. Wie sehen Sie die politischen Implikationen für den Normalmenschen? Ganz normale Einkommen bis 2005 brutto und so weiter, wie viele es sind. Für die Leute, die 20% im Niedriglohnsektor. Was müssen die denken, wenn ihnen das gesagt wird? Und was sagen Sie dazu, dass der Herausgeber des Buches von damals, Herr Borschert, eigentlich ein Linker, sehr viele fortschrittliche Urteile, jetzt die AfD in der Rentenfrage berät? Und am 28. Februar die AfD ein Gerechtigkeitsprogramm in Berlin als ein Schwerpunkt des Wahlkampfes aufstellt. Zugespitzt, ist es nicht so, dass die Politik, die den Leuten diese Zumutung bringt, immer mehr zur Radikalität treibt oder zu mehr Widerstand? Wie ist da Ihre Haltung? Ja, Radikalität oder Widerstand verstehe ich was Sie meinen, aber Sie müssen natürlich akzeptieren, dass Lösungen, die vor 30 Jahren richtig waren, wo wir eben noch im klassischen Industriezeitalter waren, wo wir viele Erwerbsformen, die wir heute haben, die zunehmen, noch nicht hatten, dass da natürlich ein Rentensystem anders konzipiert sein muss, als es in der Zukunft ist. In den letzten Jahren, wir haben sehr viel über Solo-Selbstständige gesprochen, die sind aber komischerweise zurückgegangen in den letzten Jahren, weil sich der Arbeitsmarkt so toll entwickelt hat. Ja, ja. Wenn es aber in der Tat zu der, sagen wir, Digitalisierung, ist ja die Übersetzung von menschlicher Tätigkeit in eine maschinenlesbare Sprache, damit sie von miteinander kommunizierenden Robotern und Maschinen getätigt werden können, ist davon auszugehen, da gibt es ja Vorbilder, dass dann eben die Clickworker und Crowdworker hinzukommen. Das heißt, wir werden eine Zunahme von Erwerbstätigen haben, die nicht mehr im gegenwärtigen System gesetzlich rentenversichert sind. Und dafür müssen wir natürlich Antworten finden. Deswegen ist es richtig, dass man jetzt für die Industriearbeiter die Betriebsrente macht. Okay, gut. Ja, allerdings, da möchte ich zwei Worte sagen. Früher sprach man von der betrieblichen Altersversorgung. Heute redet man von der betrieblichen Vorsorge. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Die Versorgung war eine Arbeitgeberleistung. Ja, die Vorsorge ist eben ein normales Sparprodukt. Da ist allein ist da schon ein bisschen was verschoben worden. Aber, ja, entschuldige mal, ich weise Sie ja darauf hin. Ja, ja, ja. Weil ich das im Prinzip nicht gut finde. Ja, das, ja. Ja, ja, ja. So, aber jetzt aber. Wir können so viel reden über Betriebsrenten, wie er will. Wir werden natürlich vor dem Hintergrund dieses Clickworkings, dieser neuen selbstständigen Erwerbstätigen, natürlich auch eine schlankere, eine gängigere, eine billigere, einen Standardriester uns überlegen müssen, der auch für diese Leute attraktiv ist. Das heißt also, ich habe ein bisschen den Eindruck, ich habe ja auch sogar Ihr Rentenpapier gelesen, Sie sehnen sich nach Verhältnissen der Vergangenheit zurück. Das heißt, alles das, was eine postindustrielle Gesellschaft zeigt, räumen Sie weg. Bei Ihnen wird der Niedriglohnsektor, wird alles weggeräumt. Das heißt, eigentlich besteht ja Rentenpolitik darin, dass man das Rentensystem an die Realität anpasst. Aber Sie passen die Realität ans Rentensystem an. Das halte ich für ein bisschen problematisch. Okay. 14.15 Uhr steht das auf dem Programm und Herr Becker wird sicherlich sozusagen in aller Tiefe diese Diskussion aufgreifen als Gutachter und Verständiger von dem linken Rentenkonzept. Kommt auf jeden Fall. Letzte Frage an Sie und an Herrn Professor Zimmer. Die politische Frage zur Abrundung unseres kleinen Vormittagsshops hier. Wenn Sie sehen, dieser Druck der politischen Eliten, ich überspitze, arbeitet bis 70 oder noch länger. Gleichzeitig, die kapiert jeder, die Minuseffekte in der Rente, was die Leute real haben. Die Verdi-Berechnungen sind eindeutig, dass große Teile der Normalarbeitnehmer knapp über der Grundsicherung sein werden. Wie sehen Sie die politischen Implikationen bezogen auf die AfD, Rechtspopulismus?
zynisch gesprochen, kann man nicht sogar nachvollziehen, dass die Leute, die sogenannten, die ganz unten stehen, aufstehen und sagen, jetzt wählen wir in diese Richtung, um ein radikales Signal zu hinterlassen. Wie sehen Sie das politisch? Sie waren ja jahrelang in der Szene. Können Sie das nachvollziehen? Also ich sehe darin eine ganz große Gefahr. Ich glaube, dass hier die etablierten Parteien, gerade auch der Großen Koalition, ein Scheunentor aufgemacht haben, in das natürlich die Oppositionsparteien, soweit sie es vermögen, sich eingebracht haben. Dazu gehört auch die Partei, die diesen Kongress hier organisiert. Aber das wird Stiftung auch, ist ein kleiner Unterschied. Oder die Stiftung, aber mit der Kooperation der Partei. Aber dass die AfD hier ein riesiges Scheunentor hat. Und es ist für mich ein Phänomen, wie sie aufgestiegen ist, trotz der Querelen, die innerhalb der Partei bestehen. Und es macht mir Angst, wenn jetzt ein Programm der Gerechtigkeit auch noch gestaltet werden soll. Und das trifft ja zusammen mit einer politischen, oder sagen wir mal, einer Entpolitisierung unserer Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung ausreichend politisch ausgestattet wäre, könnte sie dem leichter entgegenhalten, als das heute in der Welt von Facebook und ähnlichen Social Media leider der Fall ist. Und wie erklären sich den signifikant hohen Anteil von Gewerkschaftsmitgliedern unter der AfD-Wählerschaft? Die Gewerkschaften sind keine besseren Menschen. Das sind Menschen wie alle anderen auch. Und das haben wir bei allen Parteineugründungen erlebt, die weggegangen sind von den Volksparteien und in die eine oder andere exponiertere Richtung gegangen sind. Und da waren auch immer Gewerkschafter dabei. Aber es ist auch ein Stück Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Situation. Und deshalb wäre es eben gut, wenn in den Gewerkschaften selbst hier auch mal eine Bewegung zustande käme, hier mehr auf die Interessen der Menschen zu achten, die Mehrheit stellen. Und die Mehrheit sind nicht die Facharbeiter in den Großkonzernen. Die Mehrheit sind Arbeitnehmer in den personenbezogenen Dienstleistungen, die prekär beschäftigt sind, die im Niedriglohnsektor sind, die Niedrigrenten haben, die bis an die Armut herangehen. Und da ist eben das Vakuum, das von denjenigen gefüllt werden müssten, die auch demokratisch Verantwortung tragen. Wunderbar, danke. Ihre Gewerkschaftskritik ist ja wunderbar. Ich fürchte nur, dass Sie allerhöchstens auf Seite 7 Neues Deutschland landet. So ist das heutzutage in Deutschland. Zum Schluss noch, auch politische Runde, Herr Zimmermann, Sie jetzt ganz ernsthaft weg von den Details und so weiter, wie das vielleicht in der CDA diskutiert wird. Wie sehen Sie das, diese Kluft, die politische Klasse, Sie und viele andere, aber auch die Ideologen, sagen, arbeiten bis 70. Die Leute haben das persönliche Gefühl, dass es gar nicht geht. Und treiben Sie damit nicht sozusagen den Keil in die Gesellschaft? Sie plural natürlich. Oder sehen Sie das mit Sorge, dass es diese Abkopplung gibt zwischen der etablierten politischen Klasse, die immer arbeiten 70 und die Wirtschaftsweisen sagen das, und die Menschen, die eine ganz andere Lebensrealität haben? Welche politische Auswirkung hat das im Parteienmarkt? Also wenn Sie mich nach einer ernsthaften Antwort gefragt haben, bin ich versucht darauf zu antworten, dass in den letzten 2 oder 3 Jahren ich zunehmend auch eine gewisse Enthemmung des politischen Diskurses insgesamt beobachtet habe, der mit dem Thema Rentenpolitik eigentlich nichts zu tun hat, sondern der sehr viel weitergeht. Und diese Enthemmung des politischen Diskurses zeigt sich ja teilweise bis in die einstmals etablierten Parteien, wenn Herr Lindner beispielsweise bei der Steuerquote von einer Kleptokratie spricht, einer Herrschaft der Diebe. Ich glaube, deutlicher kann man die Verachtung für demokratische Prozesse nicht ausdrücken. Und das geht teilweise bis in die politische Mitte hinein. Deswegen habe ich die ganze Rentenkampagne des DGB auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet. Weil, so richtig es ist, dieses zu thematisieren, hat das Thema eben auch ein hohes Verhetzungspotenzial. Und ich sehe schon voraus, dass wir im Wahlkampf Diskussionen führen mit AfD-Leuten, die dann in die Richtung gehen, unsere Rentnerinnen und Rentner bekommen kaum Kohle und sind auf die Grundsicherung angewiesen. Und da sind die ganzen Ausländer, die kriegen genau das Gleiche. Und ich warne davor, deswegen bin ich da etwas unglücklich mit der ganzen Debatte. Ich warne davor, diese Debatte entgleisen zu lassen,
Ich glaube, wir müssen bei allen Differenzen, die wir haben, und ich habe heute auch ein bisschen den Eindruck mitgenommen, dass diese Ernsthaftigkeit hier auch zu spüren ist, bei allen Differenzen, die wir durchaus haben, auch die politische Kultur als Ganzes im Auge behalten, auch bei schwierigen Fragen, die zu diskutieren sind. Und jetzt sage ich abschließend, bei den Fachpolitikern zumindest bei uns ist Rente mit 70 im Moment kein Thema. Das kann sich in einigen Jahren ändern. Es kann sich aber auch erledigt haben, weil wir ja mittlerweile gesehen haben, dass die gesetzliche Rentenversicherung sich in einer Art und Weise gut entwickelt hat, die viele Annahmen, die 2001 bei der Rentenreform gegolten haben, obsolet haben werden lassen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, was langfristige Prognosen angeht. Wir sind in der Politik sozusagen ja nicht mit der Kristallkugel versehen, sondern müssen immer wieder nachsteuern in vielen Bereichen. Das wird mit Sicherheit in der Rentenpolitik auch der Fall sein. Und deswegen wäre mein Plädoyer, jetzt bin ich ganz Politiker, dass wir deswegen mit der Debatte auch dezidiert, aber sozusagen das große Ganze beachtend und die Sauberkeit unserer politischen Kultur damit nicht beschädigen. Okay. Ich hoffe, Sie behalten damit recht. Wir machen hier einen Doppelpunkt, weil Ihre Position ja später noch im Laufe des Tages eingeht. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ich denke, dass Sie sozusagen Ihr klassisches Umfeld etwas verlassen haben, zumindest 5 Zentimeter. Und dass das eine sehr gute Vorlage ist für die anderen Vorträge und Referenten. Es schließt sich jetzt unmittelbar an, auch derjenige, der oft angesprochen worden ist als Cheflobbyist der Versicherungswirtschaft. Aber erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge und noch hoffentlich viel Erkenntnisgewinn im Laufe des Tages. Die Gestaltung sieht vor, dass jetzt Herr Schwag zu uns kommt. Bitte. Doch jetzt, das ist aber nicht vorgesehen worden. Vorher war der Druck gemacht worden, keine Fragen zu stellen. Jetzt ist derjenige, der aufruft zur Frage. Bitte schön, aber dann nicht mehr Verkürzung der Zeit fordern, okay? Bitte. Verband der deutschen Versicherungswirtschaft. Und ich finde eigentlich alle Punkte, die Frau Nahles jetzt in das Betriebsrätestärkungsgesetz reingeschrieben hat, dort wieder. Das ist aber nicht meine Frage. Das wundert mich auch nicht. Meine Frage ist, Sie haben in diesem Gutachten zusammen mit dem Prognos-Institut die Zielmarke definiert, dass der Anteil der privaten Versicherung an den Rentenversicherungsleistungen von 20% auf 30% erhöht wird. Wenn ich meinen Dreisatzrechner einschalte, dann komme ich darauf, dass die Zielsetzung dieser Prognose war, 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen der Versicherungswirtschaft zu spülen. Bin ich da völlig daneben oder habe ich das nur falsch gelesen in Ihrem Gutachten? Jetzt klar verstanden. Ja, das war möglicherweise eine selektive Wahrnehmung. Wir haben fortgeschrieben. Ja, natürlich. Wir haben fortgeschrieben, wie hoch bei einer bestimmten Partizipationsrate sich der Anteil der Kapitalgedeckten aufwachsen würde. Das ist darunter. Das war keine Ziel, das war kein Soll, sondern das war eine Prognose, wie es sich entwickeln würde. Und im Übrigen ist es ja so, natürlich sind da die Finanzintermediäre bei, aber es ist ja nicht so, dass das Geld bei denen bleibt, nicht? Ein bisschen kommt ja zurück, sonst würden ja die viel zitierten anderen Länder dieses System eben nicht machen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass das Geld, was an die Rentenversicherung abgeführt wird, bei der Rentenversicherung bleibt. Ja. Mikro für Sie. Ja, es reichte eigentlich okay. Schon. Alles, ich denke auch, es war ja auch nur ein Mini-Exkurs. Danke nochmal. Wie gesagt, wenn noch Einzelfragen sind, nachher auch in der Pause. Und später gibt es auch nochmal ein ganz genau vorher festgeplantes Fenster zum Diskutieren. Also Dankeschön nochmal und hoffentlich auch für Sie viel Erkenntnisgewinn in den weiteren Parts. Danke. Thank you.